Ein weiteres wichtiges Merkmal jeder Sprache ist ihre Intonation, ihre Satzmelodie. Auch ohne ein Wort zu verstehen, können wir an der Satzmelodie erkennen, ob es sich um unsere Sprache handelt, um einen regionalen Dialekt oder um eine fremde Sprache. An der Satzmelodie erkennen wir auch, ob jemand etwas von uns will, ob etwas gefragt oder abgelehnt wird und so weiter. Da wir leider nicht alle Facetten der Intonation extra beleuchten können, behandeln wir in diesem Kurs mögliche Intonationskurven für Frage und Verneinung. Beginnen wir also mit der Frageintonation. Je nachdem, wonach gefragt wird, ändert sich natürlich die Betonung und die Intonation. Wir werden verschiedenste Beispiele hören und auch selbst ausprobieren. Vorausgeschickt seien folgende grundsätzliche Überlegungen. Im Fragesatz mit Fragewort ist eine mögliche Intonation mit höherer Stimme als normal beginnen, oben bleiben bis zum Hauptakzent des Prädikats und dort in normale Stimmlage zurückgehen und unten bleiben bis zum Ende. Zum Beispiel: Chi è venuto? Chi è venuto ieri sera? Nicht in einer fallenden Kurve herunterkommen mit Chi è venuto, sondern oben bleiben und krass herunterkommen. Chi è venuto ieri sera? Chi è venuto ieri sera? Der Kontrast zur deutschen Fragekurve, wenn Sie sich vorstellen oder sich erinnern daran. Wer war gestern da? Wann kommst du? Wer hat dich begleitet? Im Fragesatz ohne Fragewort beginnen wir in normaler Stimmlage, gehen bei dem Wort, nach dem gefragt wird, höher und gegen Ende wieder in normale Stimmlage. Zum Beispiel: Andate al cinema? È venuta Maria? È venuta Maria? Der Unterschied bei den letzten zwei Fragen: auf die Frage È venuta Maria intendiert dieses oder nicht, oh no. Und È venuta Maria oder È venuta Papa. Diese Hinweise sind als Soforthilfe gedacht. Greifen Sie darauf zurück, bevor Sie das deutsche Intonationsmuster kopieren. Für genauere Anpassungen ist Zuhören und Nachahmen notwendig. Zu weiteren Beispielen und Übungen gehen wir zu den PowerPoint-Folien.